Schön, dass wir jetzt alle beisammen sind. Ich höre auch auf, dazu zu zählen. Thema ist ja heute gegen Moral. Moral Distancing hilft nur noch ein Lieferkettengesetz. Johannes wird dazu einiges zur Einführung sagen. Das findet in der Veranstaltungsreihe statt, weil wir uns leider nicht zum Aktionstreffen treffen konnten in diesem Jahr und auch einige der Veranstaltungen, die wir geplant hatten, aufgrund von der Corona-Pandemie nicht im richtigen, echten Zusammenkommen durchführen können, hatten wir uns überlegt, so eine virtuelle Reihe zu machen. Und das ist jetzt die dritte Veranstaltung und das Lieferkettengesetz, ich glaube auch die ganze Diskussion um das Lieferkettengesetz, ist ja nicht nur eine Frage, die im Kontext der Fashion-Industrie ist oder der Schuhindustrie, sondern auch bei anderen Branchen sehr relevant ist, aber vor allem auch politisch hoch diskutiert wird derzeit. Von daher schön, dass ihr dabei seid nochmals. Herzlich willkommen allen, die jetzt hier in der Runde dabei sind. Ich würde, bevor wir loslegen, mit einer kurzen Umfrage, die Helen dann aufploppen lässt, die ihr beantworten könnt. Also wie gut kennst du dich schon mit dem Lieferkettengesetz aus? Kreuz es doch mal bitte an, noch gar nicht, ein bisschen gut oder sehr gut. Dann haben wir auch so ein bisschen den Eindruck, wie stark ihr euch mit dem Thema vielleicht schon beschäftigt habt. Und ein bisschen tiefer tauchen wir dann in die Materie ein, nicht nur nach der Umfrage, sondern nach der Einführung von Johannes. Ja, also habt ihr das gesehen, die Umfrage? Die müsste eigentlich auf eurem Bildschirm, in der Mitte ist sie bei mir aufgetaucht. Dann klickt ruhig mal. Ich kann nämlich nicht klicken. Ja, 80% haben schon geantwortet. Das ist super. Danke, Helen. Dann schließe ich das mal. So, Johannes, da siehst du mal, wie der Stand der Dinge ist. Ne? Willst du das als Einstieg nehmen? Dann würde ich das Wort dir übergeben. Für die nächsten circa 20, 25, 29 Minuten. Und bei Fragen ja, bitte die Frage und Antworten nutzen. Ja, vielen Dank. Dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung, hier zu sprechen. Mein Name ist Johannes Schorling. Ich arbeite bei Incota mit Bernd Hinzmann zusammen. Meine Aufgabe ist da, dass ich Referent für Wirtschaft und Menschenrechte bin. Ich habe bei Incota mehrere Jahre lang die Kampagne Make Chocolate Fair koordiniert, bin mittlerweile eine Weltpromotor für zukunftsfähiges und faires Wirtschaften in Berlin und bin eben unter anderem auch im Steuerungskreis der Initiative Lieferkettengesetz für Incota vertreten und habe als solches die Initiative Lieferkettengesetz, kann man sagen, von ihren ersten Minuten an begleitet in den letzten 2,5 Jahren. Die Kampagne hat ja einen sehr langen Vorlauf gehabt, bevor sie letztes Jahr im September an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und es ist persönlich sehr schön zu sehen, was sich da mittlerweile entwickelt hat. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam in der nächsten halben Stunde einen Blick auf dieses Thema werfen, Initiative Lieferkettengesetz. Was ist das? Was fordert diese Initiative? Was haben wir schon erreicht? Was haben wir auch noch nicht erreicht? Wo stehen wir zurzeit? Was sind die aktuellen Auseinandersetzungen rund um ein solches Lieferkettengesetz? Und was wird jetzt in den kommenden Monaten zu diesem Thema auch passieren? Es ist interessant zu sehen, dass es relativ viele Leute gibt, die sich schon ein bisschen auskennen. 30% haben auch gesagt, dass sie sich schon gut auskennen. Ich hoffe, dass es dann für die Leute nicht zu viel Wiederholung geben wird. Aber da es einzelne Leute gibt, die auch noch nicht so viel Vorwissen haben, werde ich jetzt auch grundsätzlich nochmal erklären, worum es bei der Initiative geht und was wir fordern. Ich möchte aber damit anfangen, erst noch einmal in Erinnerung zu rufen, warum machen wir überhaupt diese Kampagne? Denn das gerät gerade in der Debatte um die technischen Details von einem solchen Gesetz manchmal fast aus dem Blick. Das, warum wir diese Kampagne machen, sind Fälle wie dieser, der auf dem Bild hier zu sehen ist. Das ist ein Bild von der Ali Enterprises Fabrik in Karachi in Pakistan, nachdem dieses Fabrikgebäude abgebrannt ist. In dieser Fabrik wurde Kleidung produziert, vor allem für ein Unternehmen, nämlich den deutschen Textildiscounter Kick, der bis zu 75% der Produktion von dieser Fabrik gekauft hat, in dem Jahr, wo es diese schreckliche Brandkatastrophe gegeben hat. Bei dieser Brandkatastrophe im Jahr 2012 sind über 250 Menschen gestorben. Das hatte damit zu tun,
dass es nicht ausreichend viele Notausgänge gab in dieser Fabrik, dass Fenster teilweise vergittert waren und es eben nicht möglich war, für Leute schnell genug aus diesem Gebäude rauszukommen, als sich dort ein Brand ausgebreitet hat. Aus unserer Sicht trägt KIK als wichtigster Abnehmer der Produkte, die dort produziert wurden, eine Mitverantwortung für das, was damals passiert ist. Es wäre für KIK aufgrund seiner machtvollen Position gegenüber dem Zulieferer in dieser Fabrik ein leichtes gewesen, dafür zu sorgen, dass ausreichende Brandschutzvorkehrungen getroffen werden und dass eben so etwas nicht passiert, dass es zu wenige Notausgänge gibt. Es hat von Hinterbliebenen, von den Opfern dieser Brandkatastrophe auch den Versuch gegeben, das Unternehmen KIK auf Schadensersatz zu verklagen vor dem Landgericht Dortmund. Diese Klage musste allerdings abgewiesen werden Anfang letzten Jahres, und zwar, weil es in Deutschland bisher keine gesetzliche Grundlage gibt, die festlegen würde, was KIK da genau für eine Verantwortung trägt. Und nach pakistanischem Recht waren aufgrund von sehr kurzen Verjährungsfristen die Vorwürfe schon verjährt. Das ist ein Beispiel für Menschenrechtskatastrophen, die es immer wieder in den Lieferketten von deutschen Unternehmen weltweit gibt, von Menschenrechtsverletzungen und auch von Umweltzerstörung. Ich habe dieses Beispiel gewählt, weil es ein Beispiel aus der Bekleidungsindustrie ist, weil ja die Einladung hier aus dem Bereich der Kampagne für saubere Kleidung kommt. Man muss aber sagen, dass das natürlich nicht das einzige Beispiel ist für Menschenrechtsverletzungen, die es in den Lieferketten von deutschen Unternehmen gibt. Und deshalb würde ich euch jetzt mal bitten, in den Chat zu schreiben, wenn ihr an Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen in den Lieferketten von deutschen Unternehmen denkt, was fallen euch da für Beispiele ein? Also in den echten Chat. Genau, nicht in das Frage und Antwort, sondern in den echten Chat. Okay, Rana Plaza ist jetzt schon mehrfach genannt worden. Ebenfalls ein sehr schlimmes Fabrikunglück in der Bekleidungsindustrie, in diesem Fall in Bangladesch, bei dem auch über 1000 Menschen gestorben sind. Aber wenn es noch weitere Beispiele gibt, die euch einfallen, schreibt sie gerne in den Chat. Handy-Rohstoffe werden genannt, Vertreibung von Kleinbäuerinnen, Coltan in Zentralafrika, das wäre unter anderem das Beispiel Handy-Rohstoffe, TÜV Süd. Okay, da kommen jetzt einige Beispiele, auf die ich teilweise jetzt auch nochmal eingehen möchte. Kakao in Afrika, Kinderarbeit, Elektronikbranche. Wir sehen, scheinbar gibt es viele Assoziationen, die Menschen dazu haben, wenn man von Menschenrechtsverletzungen wirtschaftsbezogen bei deutschen Unternehmen spricht. Und es ist tatsächlich so, dass das nicht nur die Textilindustrie betrifft, sondern auch ganz viele andere Bereiche. Hier sind einfach mal ein paar davon aufgelistet. Letztes Jahr, das haben einige in den Medien vielleicht bekommen, gab es eine Dammbruchkatastrophe in Brasilien, in Brumadinho. Dort ist das Rückhaltebecken von einer Eisenerzmine gebrochen, wenige Monate nachdem der TÜV Süd, und das ist die Verbindung zu einem deutschen Unternehmen oder eine Tochterfirma vom TÜV Süd, noch zertifiziert hat, dass mit diesem Damm alles in Ordnung ist. Auch bei dieser Katastrophe wurden über 250 Menschen getötet und ein ganzes Gebiet wurde von einer giftigen Schlammlawine überflutet. Genau, das Beispiel Ali Enterprise hatte ich gerade schon genannt, steht stellvertretend für verschiedene größere Menschenrechtskatastrophen, die es in den letzten Jahren immer wieder in der Textilindustrie gegeben hat. Das Thema, das gerade auch genannt wurde, Kinderarbeit im Kakaoanbau in Westafrika. Es ist ja so, dass die Deutschen, ja, könnte man sagen, Weltmeister im Schokoladenessen sind. Jede Person in Deutschland konsumiert ungefähr 9 Kilo Schokolade im Jahr. Das ist eine ganze Menge. Erst gestern Nachmittag wurde ein neuer Report veröffentlicht vom US-Arbeitsministerium, das zu dem Ergebnis kommt, Kinderarbeit hat in den letzten Jahren nicht abgenommen, obwohl Unternehmen wie Nestlé und Mars schon vor 19 Jahren versprochen haben, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu beenden. Das ist also ein Thema, was nach wie vor virulent ist. Ein anderes Beispiel, was auch genannt wurde, Menschenrechtsverletzungen beim Kobaltabbau im Kongo. Kobalt ist eine von diesen Rohstoffen, die unter anderem benötigt werden, um Smartphones herzustellen, aber um zum Beispiel auch die Batterien herzustellen für E-Autos, die es ja jetzt immer mehr gibt, weil wir vom Verbrennungsmotor wegkommen müssen und es deswegen eine notwendige Debatte gibt über eine Mobilitätswende, wo wir aber gerade versuchen aufzuzeigen, was auch die sozialen und ökologischen
Probleme damit sind, nämlich dass es eben beim Abbau von Rohstoffen wie zum Beispiel Kobalt immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen kommt in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo und unter anderem auch zum Thema Kinderarbeit. Ich habe diese Beispiele einfach nochmal aufgelistet, um zu zeigen, wir reden hier nicht über Einzelfälle, sondern wir reden über strukturelle Probleme. Deutschland ist weltweit das Land mit den 5 meisten Menschenrechtsbeschwerden gegen Unternehmen. Immer wieder tauchen diese Fälle in den Medien auf und deswegen haben wir eben gesagt, dass gegen Gewinne ohne Gewissen nur noch ein gesetzlicher Rahmen hilft, nämlich ein Lieferkettengesetz, und haben diese Initiative ins Leben gerufen, von der man hier mal ein Bild sehen kann von der Auftaktaktion, die letztes Jahr im September stattgefunden hat, auf der Bundestagswiese. Das war anlässlich des Jahrestags von der Ali Enterprises Brandkatastrophe. Was man auf diesem Bild unschwer erkennen kann, ist, dass es eine sehr breite zivilgesellschaftliche Initiative, die mittlerweile von über 100 Organisationen getragen und unterstützt wird. Hier mal kurz einfach nur eine Auflistung, wer alles im Trägerkreis dieser Initiative ist. Das sind neben Inkota diverse hochrangige kirchliche Organisationen, Entwicklungsorganisationen, Organisationen des fairen Handels, ist auch Gewerkschaften, zum Beispiel der DGB, und Umweltverbände, die dort vertreten sind. Hier ist einfach nochmal aufgelistet, wer alles zu den Unterstützern zählt. Und da ist eben auch die Kampagne für saubere Kleidung dabei, die ja diese Veranstaltungsreihe ausrichtet, in deren Rahmen ich hier gerade sprechen darf. Ich möchte nochmal darauf eingehen, was wir genau fordern als Initiative Lieferkettengesetz und wie wir uns ein solches Lieferkettengesetz überhaupt vorstellen müssen. Also grundsätzlich geht es beim Lieferkettengesetz darum, Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie an Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen im Ausland beteiligt sind. Wie soll ein solches Gesetz jetzt funktionieren? Aus unserer Sicht muss es aus 3 unterschiedlichen Säulen bestehen, damit es tatsächlich eine Wirkung entfaltet. Der erste Punkt ist, dass ein solches Gesetz menschenrechtliche Sorgfaltspflichten für Unternehmen etablieren muss, zu denen diese gesetzlich verpflichtet sind. Es braucht dann außerdem die Möglichkeit von öffentlich-rechtlichen Sanktionen, wenn sich Unternehmen nicht an ihre Sorgfaltspflichten halten. Und es braucht im Extremfall aus unserer Sicht auch die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Haftbarmachung von Unternehmen, wenn sie eine Mitverantwortung dafür tragen, dass es tatsächlich zu Schäden kommt. Ich gehe jetzt nochmal darauf ein, was mit diesen 3 Punkten im Einzelnen gemeint ist. Sorgfaltspflichten für Unternehmen bedeutet, dass Unternehmen erstmal verpflichtet werden, bestimmte Sorgfaltsmaßnahmen zu verankern. Also das würde dann bedeuten, und das orientiert sich zum Beispiel an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die im Jahr 2011 durch den UN-Menschenrechtsrat einstimmig verabschiedet wurden. Unternehmen müssten mit einem solchen Gesetz erstmal überhaupt die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken untersuchen, die es in ihren Lieferketten gibt. Sie müssten dann auf Basis dieser Risikoanalyse geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Also einerseits präventive Maßnahmen, andererseits auch Abhilfemaßnahmen, um irgendwie mit Schäden einen Umgang zu finden. Sie müssen dann außerdem transparent über diesen ganzen Prozess berichten und sie müssen auch Beschwerdemechanismen schaffen, damit Betroffene eine Möglichkeit haben, Menschenrechtsverletzungen zur Anzeige zu bringen. Nach unserer Vorstellung als Initiative müsste ein solches Gesetz für alle großen Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden gelten, und zwar nicht nur Unternehmen, die in Deutschland ihren Hauptsitz haben, sondern alle Unternehmen, die in Deutschland in irgendeiner Form geschäftstätig sind. Außerdem wäre es aus unserer Sicht wichtig, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen dann von einem solchen Gesetz betroffen sind, wenn sie in Risikosektoren aktiv sind, also in Sektoren, wo die menschenrechtlichen Risiken einfach so groß sind, dass man davon ausgehen muss, dass es einfach ein hohes Risiko gibt, dass auch in den Geschäftstätigkeiten dieser Unternehmen es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Das wären zum Beispiel Bereiche wie die Textilindustrie, aber auch Lebensmittellieferketten, der Bereich Maschinenbau und eine Reihe von anderen Risikosektoren, die auch durch das BMAS, also das Arbeitsministerium, in einer Studie definiert worden sind. Wenn wir über Sanktionen sprechen, die es geben muss, dann meinen wir damit, dass es die Möglichkeit geben muss, wenn ein Unternehmen seinen Sorgfaltspflichten nicht nachkommt, das Unternehmen zum Beispiel mit Bußgeldern zu belegen, das Unternehmen von öffentlichen Aufträgen auszuschließen oder auch das Unternehmen von der Außenwirtschaftsförderung auszuschließen. Also die Hebel zu nutzen, die der Staat auch hat, indem er selbst Produkte nachfragt, dass eben Unternehmen dann zum Beispiel nicht mehr von öffentlichen Aufträgen profitieren und dass es eben auch die Möglichkeit von Bußgeldern gibt, um irgendwie das zu sanktionieren, wenn sich Unternehmen nicht an die gesetzlichen Regeln halten.
Es braucht zusätzlich aus unserer Sicht aber noch die Möglichkeit, dass auch Betroffene und Geschädigte von Menschenrechtsverletzungen hierzulande vor Gericht ziehen können gegen die Unternehmen und dass es also die Möglichkeit gibt, auf Schadensersatz zu klagen. Das ist bisher nicht der Fall, wie dieses Verfahren vor dem Landgericht Dortmund von den Betroffenen der Ali Enterprises-Katastrophe gezeigt hat. Das ist etwas, was sich aus unserer Sicht ändern muss, weil so eine zivilrechtliche Haftung im Grunde genommen eigentlich das schärfste Schwert wäre und eine sehr disziplinierende Wirkung auf Unternehmen hätte, weil sie eben Sorge davor haben müssten, dass wenn sie ihren Sorgfaltspflichten nicht nachkommen und es dadurch zu Schäden kommt, sie dann tatsächlich auch haften und also einerseits Entschädigungszahlungen leisten müssen und andererseits eben auch negativ in den Medien sind, weil es um ein solches Verfahren herum natürlich Berichterstattung gibt. Was mir an dieser Stelle wichtig ist zu betonen ist, das bedeutet nicht, dass Unternehmen für das Fehlverhalten von Dritten haften sollen. Und das ist eine Falschbehauptung, die gerade von den Arbeitgeberverbänden lanciert wird, die ein Gesetz unbedingt verhindern wollen. Der BDA-Präsident Ingo Kramer hat zum Beispiel gesagt, mit einem Lieferkettengesetz würde er als Unternehmer mit beiden Beinen im Gefängnis stehen. Das ist irreführend, weil es nach den Vorstellungen der Zivilgesellschaft und auch in den Gesetzesentwürfen, die gerade kursieren, gar nicht um Strafrecht geht und um Gefängnisstrafen, sondern da geht es um Entschädigungszahlungen. Und es ist eben nicht so, dass Unternehmen für jegliche Menschenrechtsverletzungen haften sollen, sondern sie sollen für eigenes Fehlverhalten haften. Sie sollen also haften, wenn sie ihren eigenen Sorgfaltspflichten nicht nachkommen und wenn es aufgrund dieser Verletzung der Sorgfaltspflichten zu Schäden kommt. Und das ist etwas, was natürlich auch Betroffene erstmal nachweisen müssen. Die Hürden sind dafür relativ hoch. Es muss klar sein, es geht um vorhersehbare Schäden, es geht um vermeidbare Schäden, es geht nicht um eine absolute Schadenshaftung. Und das ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, weil an diesem Punkt gerade sehr viele Falschbehauptungen lanciert werden. Ich würde an dieser Stelle vielleicht zum ersten Mal fragen, Bernd, ob es schon Nachfragen gegeben hat, speziell zu diesem Punkt. Wie wird so ein Lieferkettengesetz eigentlich funktionieren? Was fordern wir, damit es wirksam wird? Also unter Fragen und Antworten sind noch keine Nachfragen oder andere Fragen aufgetaucht. Vielleicht wäre das jetzt eine Chance, kurz mal innezuhalten, da nochmal nachzufragen. Es war ja ein bisschen kompakt und auch geballt und informativ, aber vielleicht nutzen wir den Moment. Nutzt ihr alle die Chance? Erfahrung aus Frankreich ist hier eine Frage. Die erste, die jetzt hier reinkommt. Bitte benutzt wirklich Fragen und Antworten. Ich lese jetzt zwar trotzdem mal aus dem Chat vor. Warum sollten verantwortliche Unternehmer nicht persönlich zur Verantwortung gezogen werden? Das ist auch eine Frage, die noch auftaucht. Aber benutzt bitte F und A. Ist leichter, verfolge ich dann besser. Ja, vielleicht noch eine Frage. Ja. Vielleicht, weil das unmittelbar anknüpft, Johannes, diese Frage, warum sollen verantwortliche Unternehmer nicht persönlich zur Verantwortung gezogen werden können? Das, vielleicht willst du die zuerst aufgreifen, bevor du dann diese Frage nach Erfahrung in Frankreich ja auch später nochmal erklären wirst. Hm? Also meine persönliche, also vielleicht die Schärfe da nochmal, ne, von der Funktionsweise. Also genau, mein persönlicher Punkt wäre, dass ich schon finde, dass Unternehmensvertreter auch als Personen zur Verantwortung gezogen werden sollten, wenn sie selbst für grob fahrlässiges Verhalten verantwortlich sind. Aber dafür brauchen wir ein anderes Instrument als das Lieferkettengesetz. Es gibt ja jetzt in Deutschland auch eine Diskussion darum, ob man das Unternehmensstrafrecht verschärft oder ob man überhaupt erstmal so eine Art Unternehmensstrafrecht schafft, wie es das in den USA viel stärker gibt als in Deutschland. Und das wäre dann so ein Bereich, wo man auch darüber nachdenken muss, unter welchen Bedingungen sollte man das auch strafrechtlich sanktionieren, wenn Unternehmer oder Personen in einem Unternehmen beteiligt sind an bestimmten Sachen, wie zum Beispiel Korruption oder auch so einem Fall beim TÜV Süd, dass da ein Vorgesetzter vermeintlich Anweisungen gegeben hat, dieses Zertifikat auszustellen, dass der Damm sicher ist, obwohl eigentlich selbst die Prüfer beim TÜV Süd wussten, dass es da offensichtliche Mängel gibt. Wir haben uns im Rahmen des Lieferkettengesetzes aber dafür entschieden, genau, dass das sozusagen das Ganze überfrachtet, wenn man da jetzt auch mit diesen strafrechtlichen Aspekten noch anfängt und dass es da wirklich eher um das Thema Entschädigung geht. Genau, das ist ein bisschen auch eine strategische Abwägung gewesen, weil es einen ersten Entwurf gab aus dem Entwicklungsministerium für ein Lieferkettengesetz, in dem auch sozusagen strafrechtliche Sanktionen für Compliance-Beauftragte, die die Unternehmen benennen, vorgesehen waren. Das hat
sehr großen Widerstand aus der Wirtschaft dagegen gegeben und ein Gefühl war da eben auch, dass es politisch gerade nicht vermittelbar ist, mit solchen Forderungen anzukommen. Und genau, wir sehen, dass tatsächlich auch sowas wie Entschädigungsklagen gegen Unternehmen, wenn sie denn möglich wären, dass die eine sehr starke Wirkung auf die Unternehmensprozesse haben, weil wenn man jetzt strafrechtlich gegen einzelne Personen in einem Unternehmen vorgeht, ist das ein weniger struktureller Ansatz. Genau, und das ist so der Prozess gewesen, wie die Forderung zustande gekommen ist, da eher auf einer zivilrechtlichen Ebene anzusetzen. Danke. Was die Erfahrung aus Frankreich angeht, würde ich diese Frage nochmal zurückstellen. Genau, es gibt noch ein paar Fragen, die genau zu dieser Erklärung, wenn ich dazwischen gehen kann, nochmal wie soll diese Haftung funktionieren? Da ist nochmal die Frage gekommen, wie kann man überhaupt einen Überblick über die Menschenrechtsverletzung erhalten, weil ja vieles auch intransparent ist. Was bedeutet eigentlich, Unternehmen haften nicht für ihr Fehlverhalten Dritter? Vielleicht dieses. Und dann gibt es noch ein paar andere Aspekte, die hier eigentlich zu diesem auch nochmal ganz gut passen könnten. Okay. Also es ist tatsächlich so, dass häufig Lieferketten gerade intransparent sind, aber das ist genau das, was wir mit einem Lieferkettengesetz auch ein Stück weit ändern müssen. Denn die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die ich erwähnt habe, die schreiben eigentlich schon seit Jahren fest, dass Unternehmen dafür verantwortlich sind, mögliche negative Konsequenzen ihrer Geschäftstätigkeit zu vermeiden. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass Unternehmen einen Überblick gewinnen, was für Zulieferer haben sie, und zwar jetzt nicht nur direkte Zulieferer, sondern bei komplexen Produkten auch die zweite, dritte, vierte Ebene. Und was gibt es dort eben für menschenrechtliche Risiken? Genau, das wird natürlich umso komplexer, je größer ein Unternehmen ist, je komplexer die Produkte sind. Ich kenne aber das Beispiel aus der Autoindustrie, wo vor 2 Jahren Unternehmen auch noch gesagt haben, das ist absolut unmöglich, eine Lieferkette transparent zu machen, weil da zu viele Zulieferer und Produktionsstufen involviert sind. Da hat sich mittlerweile die Aussage sehr geändert. Und Unternehmen wie Daimler sagen da mittlerweile, das ist schon möglich, das zu machen, das ist ein gewisser Aufwand. Aber das ist nicht grundlegend zu komplex oder intransparent, dass man nicht auch etwas daran ändern kann, sondern viel auch eine Frage des politischen Willens. Was das bedeuten soll, dass Unternehmen nicht für das Fehlverhalten Dritter haften, das ist eben was anderes als bei der Generalunternehmerhaftung im Baugewerbe zum Beispiel. Also es geht nicht darum, dass ein Unternehmen für jegliche Menschenrechtsverletzung in seiner Lieferkette haftet. Das wäre eine Überforderung von Unternehmen, weil Unternehmen eben auch nur ein Glied in einem komplexen, in einem komplexen Geflecht von Akteuren zum Beispiel sind, die bestimmte Sachen auch nicht in der Hand haben oder nur einen begrenzten Einfluss auf bestimmte strukturelle Probleme haben. Also zum Beispiel, ein Unternehmen kann nicht im Alleingang dafür sorgen, dass die Kinderarbeit im Kakaoanbau in Westafrika aufhört komplett, weil das hat damit zu tun, dass eben Kakaobauern arm sind, dass sie kein existenzsicherndes Einkommen haben, dass bestehende Gesetze gegen Kinderarbeit vor Ort nicht durchgesetzt werden etc. pp. Das heißt, es wäre sozusagen zu viel von Unternehmen verlangt, wenn sie für jegliche Menschenrechtsverletzung dort haften. Wofür man sie aber schon verantwortlich machen kann, ist, wenn sie nicht ausreichend ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommen. Also in diesem Beispiel Kinderarbeit, wenn ein Unternehmen keine Kontroll- und Monitoring-Systeme gegen Kinderarbeit hat, auf lokaler Ebene, mit denen es gute Erfahrungen gibt, in ersten Ansätzen bei einigen Unternehmen. Und genau, das wäre sozusagen eine Art und Weise, wie Unternehmen ihrer Sorgfaltspflicht danach kommen können. Und wenn sie das nicht machen, dann sollte man sie auch haftbar machen können aus unserer Sicht, wenn es dann zu Schäden kommt. Aber sie für jegliche Art von Menschenrechtsverletzungen, die teilweise ja auch nicht vorhersehbar sind, zum Beispiel, verantwortlich zu machen, das wäre zu viel verlangt. Also zum Beispiel kann man unter Umständen nicht verhindern, dass es mal zu einer Brandkatastrophe in einer Textilfabrik kommt, aber es geht dann eben darum, wie sieht diese Fabrik aus? Gibt es da vernünftige Notausgänge? Gibt es da Brandschutzvorkehrungen etc.? Und das ist was, wofür man die Unternehmen auch in Haftung nehmen können sollte. Es ist im Chat dann noch die Frage gewesen, warum fordern wir eine Grenze von 250 Mitarbeitenden und wie viele Unternehmen wären das? Das wären mehrere tausend Unternehmen in Deutschland. Die Grenze von 250 ist nicht willkürlich gewählt, sondern orientiert sich am Handelsgesetzbuch. Das ist im Handelsgesetzbuch Paragraph 823 die Definition von einem großen Unternehmen. Und wir sehen eben schon, dass es vor allem die großen Unternehmen sind, die auch einen Einfluss darauf haben, aufgrund ihrer Marktmacht, was in Lieferketten passiert. Und dass je kleiner die Unternehmen werden, umso geringer auch der Einfluss wird.
Das heißt, auch das ist ein bisschen eine strategische Abwägung gewesen, zu sagen, kleine und mittelständische Unternehmen dürfen auch nicht überfordert werden, mit der Ausnahme, dass es eben bestimmte Risikosektoren gibt, in denen Menschenrechtsverletzungen so virulent sind, dass es eben da auch für KMUs gelten muss. Vielleicht, bevor du nochmal in deine Präsentation wieder reingehst, zwei interessante Aspekte, die auch da bei Fragen und Antworten nochmal auftauchten, da du es ja angesprochen hast. Es müsste ja eine Überprüfung, ein Monitoring von solchen Sorgfaltspflichtenstandards stattfinden. Welche Instanz könnte dies denn machen? Waren so zwei Fragen, die nochmal in diese Richtung gingen. Und wie müssten eigentlich dann die Sorgfaltspflichten so formuliert werden, dass sie eben für alle Branchen gelten? Also ein bisschen allgemeinere Anforderungen, die sie dann erfüllen müssen, die einzelnen Unternehmen und die einzelnen Branchen. Kannst du vielleicht das nochmal knapp darstellen? Und dann könnten wir mal weitergehen in deiner Präsentation und kommen dann nochmal zurück auf einzelne Aspekte. Ja. Nur kurz, damit es nicht unter den Tisch fällt, da war ja auch noch die Frage nach EU-weiten Richtig, das würde ich später dann nochmal mit aufgreifen, genau. Jetzt, was die Frage nach Gültigkeit für Branchen etc. angeht. Also ein Gesetz muss natürlich immer so allgemein formuliert sein, dass es für alle gilt. Das heißt, man kann nicht jegliche Bestimmungen für jegliche Branchen in so ein Gesetz reinschreiben. Und diese Sorgfaltsmaßnahmen, was ich vorhin genannt hatte mit Risikoanalyse, Abhilfemaßnahmen, transparenter Berichterstattung, Beschwerdestellen, das ist erstmal relativ generell gehalten, wie es eben in einem Gesetz auch gehalten sein muss. Was total wichtig ist, diese Sorgfaltspflichten, die müssen dann für die unterschiedlichen Branchen weiter ausbuchstabiert werden. Also im Kakaoanbau, wo es um kleinbäuerliche Landwirtschaft geht, funktionieren bestimmte Sachen ganz anders als in der Textilindustrie, wo wir über abhängige Beschäftigte reden. Wie so ein Beschwerdemechanismus aussieht zum Beispiel, was Abhilfemaßnahmen sein können. Das heißt, da muss es in den unterschiedlichen Branchen auch Diskussionen darüber gehen, was bedeutet eigentlich Sorgfaltspflicht genau? Das ist was, was teilweise passiert im Rahmen von Brancheninitiativen wie dem Forum Nachhaltiger Kakao oder dem Bündnis für nachhaltige Textilien. Das ist vollkommen klar, dass ein Gericht das nicht alles im Detail regeln kann. Das heißt, da braucht es, wenn so ein Gesetz erstmal verabschiedet wurde, Leitfäden für die unterschiedlichen Branchen. Und natürlich müssen es im Einzelfall dann im Zweifelsfall auch die Gerichte beurteilen, was eine angemessene Sorgfaltspflicht ist und was eben nicht. Welche Instanz jetzt eigentlich die Umsetzung der Sorgfaltspflichten kontrolliert? Also die Vorstellung wäre, dass es eine staatliche Behörde gibt, bei der Unternehmen regelmäßig, zum Beispiel einmal pro Jahr, einen Sorgfaltsplan einreichen müssen. So funktioniert das zum Beispiel auch bei dem französischen Gesetz, auf das ich später nochmal eingehe. In diesem Sorgfaltsplan müssen eben all diese Maßnahmen beschrieben werden, die das Unternehmen macht. Und es müsste dann eine staatliche Behörde geben, die das kontrolliert und eben auch die Möglichkeit hat, das zu sanktionieren, wenn solche Sorgfaltspläne zum Beispiel unvollständig sind oder wenn sie offensichtlich fehlerhaft sind. Ja, vielen Dank. Ziemlich komplex und trotzdem sind wir ganz schön ins Detail eingetaucht. Es gäbe hier noch eine Anschlussfrage, die würde ich vielleicht nochmal setzen und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter und kommen auf die anderen Details zurück. Nämlich ist nochmal die Frage gekommen, da bezüglich, welche Motivation hätten die Betreiber, das Fehlverhalten zu verändern? Würde es nicht eher die Geschäftsbedingungen nach Deutschland kappen, ehe er seine weltweite Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich verliert? Das hat auch mit der Einflussnahme zu tun, hat nochmal mit dem auch zu tun, wofür könnte denn ein Unternehmen haftbar gemacht werden? Und ja, vielleicht kannst du da nochmal versuchen, das einzuordnen und zuzuordnen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Moment weiter in der Präsentation. Da gäbe es dann weitere Anknüpfungspunkte. Ich glaube, ich werde später auf die Frage im Detail antworten, wenn wir auch darüber reden, was gibt es eigentlich für Perspektiven aus dem globalen Süden auf dem Lieferkettengesetz, weil wir genau zu solchen Fragen auch mit unseren Projektpartnern zum Beispiel in der DR Kongo im Gespräch sind. Was ich an dieser Stelle jetzt schon mal als Teaser sagen würde: Das zeigt natürlich die Begrenztheit von nationalen Regeln, weshalb wir auch für uns klar haben, ein nationales Gesetz kann nur ein erster Schritt sein auf dem Weg zu einer EU-Regelung und im besten zu einem UN-Treaty und Business and Human Rights, damit es eben nicht nur für Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Deutschland gilt. Was man aber auch sagen muss, dieses Argument, dass sich Unternehmen aus bestimmten problematischen Kontexten zurückziehen, was sehr häufig in Anschlag gebracht wird, da haben wir jetzt auch von mehreren Projektpartnern aus unterschiedlichen Kontexten gehört,
dass sie die Gefahren gar nicht so groß einschätzen aufgrund der Abhängigkeit zum Beispiel von bestimmten Rohstoffen wie Kobalt im Kongo, die es eben gibt. Aber genau, später würde ich da noch mal mehr im Detail drauf eingehen. Ja, vielen Dank für die erste wirklich interessante Fragerunde und die Antworten. Dann die, die noch nicht beantwortet sind, stehen ja noch drin bei Frage und Antworten. Die anderen ordnen wir dann noch mal zu. Johannes, vielleicht setzt du fort. Ja, das kann ich gerne machen. Ich würde jetzt mal darauf eingehen, was im Rahmen der Kampagne eigentlich bisher passiert sind und nochmal so bestimmte Meilensteine nennen und auch, was wir schon erreicht haben. Aber bevor ich das mache, haben wir jetzt nochmal eine kleine Umfrage, die ich Helen jetzt einmal bitten würde einzuspielen. Ja, könnt ihr hoffentlich alle sehen. Wie bist du mit dem Thema Lieferkettengesetz schon in Kontakt gekommen? Also man kann auch mehrfach antworten. Da bin ich ja nun gespannt. Ich sehe nicht, wer schon geantwortet hat. In der Funktion bin ich nicht. Das müsste dann, Helen, müsstest du mal sagen, ob wir schon 100% Antworten haben oder ob Stillstand ist. Ich kann auch nicht wählen. Das ist ein bisschen Diskriminierung hier an der Stelle. Jetzt fast 90%. 90 haben schon. Mhm. Wer will noch? Letzte Chance. Und jetzt sieht man die Antworten. Johannes, greifst du es auf? Ja, ich glaube, was man an den Umfrageergebnissen ganz gut sehen kann, ist, dass die Initiative Lieferkettengesetz tatsächlich medial ein Thema ist, weil die Hälfte der Leute in der Presse schon mal davon gehört haben und oder in sozialen Medien. Viele haben auch schon Veranstaltungen besucht, haben teilweise in ihrem Freundes- und Familienkreis davon gehört. Was man nämlich tatsächlich sagen kann, ist, dass wir eine Menge erreicht haben mit der Kampagne schon. Und da möchte ich einfach mal ein paar Beispiele geben. Genau, was wir erreicht haben, wir haben mit der Kampagne erreicht, dass die Zivilgesellschaft da mit einer Stimme spricht, weil es sind mittlerweile 100 Organisationen, die sich zu dieser Initiative zusammengetan haben. Und das merkt man einfach, weil wir gemeinsam eine größere Wirkung entfalten, als wenn wir alle einzeln diese Themen beackern. Wir haben es mit der Initiative Lieferkettengesetz definitiv geschafft, das Thema auf die politische Agenda zu setzen. Man kommt jetzt gerade um das Thema Lieferkettengesetz nicht mehr drum herum. Es ist jede Woche in den Medien. Alle müssen sich dazu verhalten, ob sie das für oder gegen ein solches Gesetz machen. Es ist uns gelungen, die Zustimmung von Teilen der Bundesregierung zu gewinnen. Das war am Anfang der Kampagne auch noch nicht so. Es ist mittlerweile so, dass sowohl das Entwicklungs- und das Arbeitsministerium, also ein SPD- und ein CSU-geführtes Ministerium, sehr starke Fürsprecher der Initiative Lieferkettengesetz und eines solchen Gesetzes sind. Und sich Teile der Bundesregierung da auch von dem Ansatz, der in den Jahren davor gefahren wurde, verabschiedet haben, dass man allein über freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen das hinkriegen kann. Es gibt ein großes mediales Interesse kontinuierlich für die Themen, eben gerade gestern wieder ein neuer Report zum Thema Kinderarbeit im Kakaoanbau veröffentlicht worden. Es gibt ständig neue Berichte über Menschenrechtsskandale, neulich zum Beispiel auch über das Thema Leder von Autositzen, das aus Paraguay kommt und dafür wird der Regenwald abgeholzt. Also wir sehen immer wieder anhand neuer Beispiele auch, dass das ein wichtiges Thema ist. Es ist auch gelungen, FürsprecherInnen im Wirtschaftslager zu gewinnen, weil es ja auch immer das Narrativ gab, so ein Gesetz schadet der Wirtschaft und die Wirtschaft ist dagegen. Das kann man so auf jeden Fall nicht sagen, weil es eine Reihe von Unternehmen gibt, die ja auch eine gesetzliche Regelung unterstützen. Und was wir auch erreicht haben, ist, dass der Widerstand in der CDU-CSU bröckelt. Es gibt nämlich, und das ist manchen in der CDU vielleicht gar nicht bewusst, einen Parteitagsbeschluss vom Dezember letzten Jahres, demzufolge die CDU sich jetzt für eine gesetzliche Regelung zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten einsetzen wird. Es gibt verschiedene Akteure, neben Entwicklungsminister Müller aus der CSU,
die Druck machen, dass es in dieser Legislaturperiode noch ein Gesetz geben soll. Unter anderem ist das Fraktionsvize Hermann Gröhe und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Also da sieht man wirklich, was die Kampagne schon alles erreicht hat. Und ich möchte jetzt einfach noch mal auf ein paar Meilensteine der Kampagne eingehen. Ein Meilenstein war eben, dass im Dezember letzten Jahres 42 Unternehmen, und zwar nicht nur kleine Fairhandelspioniere, sondern auch Unternehmen wie Tchibo, Nestlé, Rittersport und Hapag-Lloyd, sich für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen haben. Damit zeigen diese Unternehmen meiner Meinung nach eben auch, dass die Arbeitgeberverbände da nicht für ihre gesamte Mitgliedschaft sprechen mit ihrer Fundamentalopposition gegen ein Gesetz. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war, dass in diesem Jahr auch eine europäische Regelung zu Lieferketten angekündigt wurde, und zwar von EU-Justizkommissar Didier Reynders, der gesagt hat, ab nächstes Jahr wird die EU verstärkt an einer solchen Regulierung arbeiten. Ich hatte das ja vorhin schon mal angedeutet. Wir haben uns mit der Initiative Lieferkettengesetz bewusst dafür entschieden, erstmal auf nationaler Ebene zu operieren, weil unsere Analyse ist, auf EU-Ebene wird sich nur etwas bewegen, wenn starke Wirtschaftsnationen wie Deutschland mit nationalen Gesetzen vorangehen. Das sieht man zum Beispiel daran, wie die Position von Frankreich sich verändert hat, seit es dort ein Lieferkettengesetz gibt. Aber natürlich ist uns klar, in letzter Instanz muss es eine Regelung auf europäischer Ebene geben, um einen regulativen Flickenteppich in der EU zu vermeiden. Und es muss am besten gleich ein globales Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte geben. Das wird ja zurzeit auch verhandelt. Es wurde initiiert von Ecuador und Südafrika vor allem, dieses UN Treaty on Business and Human Rights. Da muss man leider sagen, dass die EU das bisher eigentlich eher versucht zu sabotieren oder da sehr passiv ist und dass Deutschland auch eine sehr tragende Rolle darin spielt. Also unsere Perspektive wäre auch, am besten wäre eine globale Regelung, aber aus unserer Sicht kommen wir nur dahin, wenn wir mit einem nationalen Gesetz anfangen, das vielleicht nochmal zur Einordnung, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass da jetzt auf EU-Ebene auch etwas passieren wird. Ein weiterer Meilenstein war für die Kampagne, dass der Ansatz von freiwilligen Selbstverpflichtungen, würde ich sagen, endgültig diskreditiert worden ist, nachdem zwei Unternehmensbefragungen ergeben haben, dass deutsche Unternehmen sich freiwillig nicht an die Menschenrechte halten. Denn nur 13-17% haben laut diesem Monitoring des Nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschenrechte durchgängig ihre Sorgfaltspflichten erfüllt. Ein weiterer Meilenstein ist, dass wir eine sehr breite Unterstützung in der Bevölkerung mittlerweile haben. 222.222 Menschen haben die Petition der Initiative Lieferkettengesetz unterzeichnet. Das hier ist ein Bild von der Übergabeaktion vor dem Bundeskanzleramt im September. Die Petition wurde dort auch entgegengenommen von unter anderem Hubertus Heil als Arbeitsminister, der dort zu sehen ist. Und ein weiterer wichtiger Meilenstein ist, dass wir das jetzt auch schwarz auf weiß haben mittlerweile, dass die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung ein Lieferkettengesetz unterstützt. Wir haben nämlich eine Umfrage in Auftrag gegeben bei Infratest DIMAP und diese repräsentative Umfrage hat belegt, dass 75% der Bevölkerung ein Lieferkettengesetz unterstützen. Das gilt interessanterweise auch für 75% der Anhängerinnen von CDU und CSU. Wo stehen wir aktuell? Wir sind mitten in der politischen Auseinandersetzung, denn das Lieferkettengesetz wird jetzt zwischen den Ministerien diskutiert. Auf der einen Seite steht da vor allem das Arbeitsministerium von Hubertus Heil geführt und das Entwicklungsministerium von CSU-Minister Gerd Müller. Auf der anderen Seite steht vor allem Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der damit als verlängerter Arm der Unternehmensverbände agiert, muss man sagen, die ein Lieferkettengesetz unter allen Umständen verhindern wollen. Es ist gerade so, dass das Thema Lieferkettengesetz immer wieder im Bundeskabinett auf der Tagesordnung steht und dann wieder von der Tagesordnung runtergenommen wird, weil sich die Ministerien noch nicht einigen können und es da eine Reihe von Konfliktpunkten darum gibt, wie ein solches Gesetz jetzt eigentlich aussehen soll. Weil Peter Altmaier sich als der stärkste Blockierer eines Lieferkettengesetzes erwiesen hat, sind wir gerade auch dabei, mit zum Beispiel Straßenprotestaktionen und einer E-Mail-Aktion, von denen hier jeweils Bilder zu sehen sind, dafür zu sorgen, dass der Druck der Zivilgesellschaft dort eben auch ankommt. Das oben ist ein Bild, bei dem auch einzelne AktivistInnen von der Kampagne für saubere Kleidung beteiligt waren, nämlich beim Tag der deutschen Industrie vor wenigen Wochen vor der Verti Music Hall in Berlin. Wenn ich jetzt einmal darauf eingehe, was die zentralen Konflikte sind, dann reden wir
insbesondere über die Frage, ob ein Lieferkettengesetz eine zivilrechtliche Haftung enthalten soll oder nicht. Das ist der zentrale Punkt, an dem die Gegner eines Gesetzes sagen, dass es das auf gar keinen Fall geben darf, dass man Unternehmen nicht für Menschenrechtsverletzungen haftbar machen darf. Die Initiative Lieferkettengesetz und auch das Arbeits- und Entwicklungsministerium argumentieren, dass das unbedingt notwendig ist, dass ein Gesetz so etwas enthalten muss, weil das sonst sein schärfstes Schwert verlieren würde. Eine weitere Auseinandersetzung ist die Auseinandersetzung darum, wie weit eigentlich die Haftung reichen soll. Also sollen Unternehmen nur haftbar sein für direkte Zulieferer oder sollen sie auch haftbar sein weiter entlang der Lieferkette? Ein weiteres Thema ist die Frage, ab wann soll so ein Gesetz für Unternehmen eigentlich gelten? Also soll der Schwellenwert 250 sein, wie die Initiative Lieferkettengesetz das vorschlägt? Soll es 500 sein, wie es das BMZ vorschlägt? Sollen es 1.000, 2.000 oder sogar 5.000 Mitarbeitende als Minimum sein? Das ist der Vorschlag des Wirtschaftsministeriums und das würde dazu führen, dass das Gesetz überhaupt nur noch für 250 Unternehmen in Deutschland gilt. Ein weiterer Punkt ist, reden wir nur über Menschenrechtsverletzungen oder reden wir auch über Umweltzerstörung? Also es ist eine Diskussion darüber, inwieweit man auch umweltbezogene Sorgfaltspflichten in dieses Gesetz einbezieht. Und ein weiterer Punkt, der jetzt in den letzten Wochen gar nicht mehr so zentral war, ist die Frage nach Haftungserleichterungen bei Branchenstandards. Es gab nämlich Eckpunkte für ein Gesetz vom Arbeits- und Entwicklungsministerium, in dem drin stand, dass Unternehmen das ist ein Safe Harbor, so wird das genannt, einen sicheren Hafen für Unternehmen gelten soll, wenn sie sich einem Branchenstandard, einem staatlich anerkannten, wie zum Beispiel dem grünen Knopf anschließen oder möglicherweise auch einer Multi-Stakeholder-Initiative, wie zum Beispiel dem Forum Nachhaltiger Kakao oder dem Textilbündnis. Das ist etwas, was wir als Zivilgesellschaft ablehnen würden, weil solche Brancheninitiativen aus unserer Sicht bisher nicht die Voraussetzungen erfüllen, dass man sagen kann, Unternehmen kommen tatsächlich ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nach. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein kurzer Überblick darüber, wo wir aktuell stehen und was die zentralen Knackpunkte in der Auseinandersetzung sind. Es ist auf jeden Fall so, dass die Zeit gerade knapp wird, denn im kommenden Jahr ist ein Wahljahr und wir kennen das alle, in einem Wahljahr werden in den Monaten vor der Wahl eigentlich keine Gesetze mehr verabschiedet, sondern es ist nur noch Wahlkampf. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ein Lieferkettengesetz bis Anfang nächsten Jahres, bis im Frühling irgendwann verabschiedet sein müsste, sonst wird es in dieser Legislaturperiode nichts mehr. Wenn es zu einer Einigung im Bundeskabinett kommen sollte, dann wird ein Gesetz in den Bundestag gehen mit mehrfachen Lesungen. Auch dort wird es dann nochmal Auseinandersetzungen um Details einer solchen Regelung geben. Wenn ein Gesetz in dieser Wahlperiode nicht mehr kommt, dann wird es natürlich unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft sein, dafür zu sorgen, dass ein solches Thema prominent im nächsten Wahlkampf vertreten ist und dass es auch in den Wahlprogrammen der Parteien ist, um dafür zu sorgen, dass es prominent im nächsten Koalitionsvertrag drin steht und man da nicht wieder bei Null anfangen muss. So viel vielleicht zu der aktuellen Auseinandersetzung und wo wir gerade stehen. Ich würde an dieser Stelle nochmal Helen bitten, eine Umfrage einzuspielen, denn wir würden euch bitten, mal einen Tipp abzugeben. Wir haben auch noch ein paar Verständnisfragen, die würden wir aber dann danach nochmal nehmen, beziehungsweise so Diskussionspunkte, nicht? Johannes? Ja. Okay, die Umfrage ist geschaltet. Ihr seid herzlich eingeladen am Ende dieser Wahlperiode. Gern ergänzen. Gibt es ein starkes Lieferkettengesetz? Ein starkes? Gibt es ein schwaches Lieferkettengesetz ohne Haftung? Gibt es gar kein Lieferkettengesetz? 1, 2 oder 3? Ich vermute mal, so wie die Teilnehmerzahlen noch steigen, wird jetzt vielleicht auch das Ankreuzen Zahler derer, die da angekreuzt haben, schon steigen. Ich kann es leider nicht sehen. Kann auch wieder nicht ankreuzen. Das gibst du deinen Tipp dann auch ab, Johannes? Im Anschluss, wenn du die Ergebnisse gesehen hast? Wäre ja interessant. Helen, wo stehen wir? Also jetzt fast 90%, falls jemand noch will, sonst schließe ich das jetzt. Mhm. Also erst die Ergebnisse und dann dein Votum, Johannes. Hm? Achtung. Der Favorit ist
Es gibt ein schwaches Lieferkettengesetz ohne Haftung. Nun, Johannes? Ja, genau. Ich konnte nicht mit abstimmen, weil ich genau wie Bernd zu den Diskussionsteilnehmern hier gehöre. Ich würde das mal offen beantworten und sagen, das liegt auch an uns allen, weil es aus meiner Sicht tatsächlich sehr zentral davon abhängt, was die Zivilgesellschaft in den nächsten Monaten auch in der Lage ist, an Druck aufzubauen. Weil vor anderthalb Jahren, als wir diese Kampagne gestartet haben, da hätten sich die meisten Leute in der Kampagne nicht ausgemalt, dass wir an dem Punkt jetzt stehen, an dem wir gerade sind. Also auch als wir das in COTA intern diskutiert hatten, war die Einschätzung eigentlich, so wie die Kräftekonstellationen und die Regierungsmehrheiten in der Bundesregierung sind, haben wir keine Chance, dass in dieser Wahlperiode tatsächlich da noch was passiert. Das hat sich mittlerweile total geändert. Es ist ein offener Konflikt in der Regierung. Es gibt Teile der Bundesregierung, die sagen, eine Haftungsregelung ist für sie ein Veto. Es gibt einen anderen Teil der Bundesregierung, der dezidiert sagt, ohne Haftung machen sie es nicht. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass man, wenn man noch ein Gesetz in dieser Legislaturperiode bekommen will, es da auf jeden Fall politische Kompromisse geben muss und wir sicherlich nicht eins zu eins das bekommen werden, was wir als Zivilgesellschaft für richtig halten und fordern. Aber ich würde sagen, dass die Auseinandersetzung darum, wie so ein Lieferkettengesetz am Ende aussieht, tatsächlich eine offene ist. Und das ist tatsächlich auch der Aufruf an alle, die genau in bestimmten Aktionsgruppen, Initiativen aktiv sind, jetzt wirklich da Dampf bei dem Thema zu machen, zum Beispiel auch mit ihren Bundestagsabgeordneten zu sprechen, Veranstaltungen zu dem Thema zu machen, Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema zu machen. Weil wir merken, dieser Druck aus der Zivilgesellschaft ist auch entscheidend. Und nur der macht es möglich, dass es bei dem Thema, wenn überhaupt, eine politische Veränderung gibt. Mhm. Genau, und das wäre vielleicht jetzt ein ganz guter Punkt für einen zweiten Block an Rückfragen. Ich hätte jetzt auch noch mal Folien zum Thema, warum auch und gerade in Corona-Zeiten ein Lieferkettengesetz. Vielleicht stellst du das ein bisschen hinten an. Das mit den Rückfragen finde ich eine gute Idee. Und auch, sagen wir, zwei Kommentare oder Fragen im F&A konzentrieren sich nochmal auf diese Sache, die du ja schon ein bisschen angeschnitten hast. Perspektiven, wie kann, sollte ein Gesetz wirken, um sozusagen auch einen Rahmen vorzugeben? Wie kann es eigentlich, und da gibt es hier die Frage, muss das nicht eigentlich eine abschreckende Wirkung sein von so einem Gesetz? Müssen da nicht drastische Maßnahmen letztlich auch bei Fehlverhalten gezogen werden, damit es nicht bloß um Peanuts geht, die irgendwie weggebucht werden. Da also vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, bei dem Fall Ali Enterprise ist ja auch eine Entschädigungszahlung für die Opfer in einem viel größeren Umfang aufgrund von Campaigning erfolgt, also nicht durch eine juristische Entscheidung. Und das spielt ja so ein bisschen auch in den Bereich hinein. Gesetzlich kann man vieles regeln, aber wie kommt ein Gesetz sozusagen in den mit Kraft ausgestattet in eine Umsetzung beziehungsweise zu einer Erfüllung? Welche Rolle spielen da beispielsweise, du hast es gerade nochmal mit diesem Stichwort sicherer Hafen angesprochen, welche Rolle können dann eigentlich starke, ambitionierte Umsetzungsinitiativen spielen? Und die eine Frage, die hier zwar bloß auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen bezog. Eigentlich ist es auch nochmal eine Frage, wie kann man da sozusagen unterstützen, also auch in dem Ambitionsgrad der Umsetzung mit Initiativen das politisch flankieren. Vielleicht diese Dinge nochmal bündeln und dann nochmal die Möglichkeit, knappe, kurze Rückfragen jetzt zu stellen und dann haben wir noch die Option, angesichts von Covid-19-Pandemie und veränderte Wirtschaftslage und Lieferketten nochmal diesen Aspekt bisschen aufzugreifen. Willst du vielleicht die zwei Dinge noch mal kurz, die ich jetzt eingangs sagte, aufgreifen? Einmal die Fragestellung, muss nicht ein Gesetz so abschreckend sein und so drastische Maßnahmen inkludieren, damit es überhaupt eine Chance hat auf Wirkung? Und das nächste wäre eigentlich die Ergänzung zwischen Lieferkettengesetz und bestehenden Umsetzungsinitiativen. Das könnten ja Siegel sein mit einem hohen Ambitionsgrad, könnten ja mal die Stakeholder-Initiativen oder andere Initiativen sein, die da eine politische Unterstützung auch bekommen. Ja, ich fange mal mit dem letzten an. Also es ist ja viel über die Frage diskutiert worden, welche Rolle spielen Brancheninitiativen wie zum Beispiel das Textilbündnis oder das Forum Nachhaltiger Kakao. Das sind ja freiwillige Brancheninitiativen, in denen sich Unternehmen aus diesen Sektoren zusammengeschlossen haben, um soziale und ökologische Standards zu verbessern, um zu einer nachhaltigeren Produktion hinzukommen. Und diese Brancheninitiativen, die sind aus unserer Sicht schon wichtig,
Sie können nur eine gesetzliche Regelung nicht ersetzen. Also in dem Moment, wo man sagt, wir brauchen kein Lieferkettengesetz, weil wir haben ja das Forum Nachhaltiger Kakao, wird es schwierig. Denn wenn ich mir das Forum Nachhaltiger Kakao angucke, dann ging es da jahrelang nur darum, dass man die Menge an zertifiziertem Kakao in Deutschland steigert. Also Kakao, der über Fairtrade zertifiziert ist oder über die Rainforest Alliance. Keines von diesen Siegeln garantiert bisher existenzsichernde Preise. Das heißt, es greift viel zu kurz, um die strukturellen Probleme im Sektor zu lösen. Gleichzeitig erleben wir, dass speziell jetzt, wo die Debatte um Lieferkettengesetz auf politischer Ebene losgegangen ist, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten auch verstärkt in solchen Brancheninitiativen diskutiert werden und es dann eben darum geht, was heißt denn menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für Schokoladenunternehmen, was heißt das für Textilunternehmen? Und ich glaube, genau an der Stelle können solche Initiativen auch wichtig sein, um diese Debatten zu führen, um dahin zu kommen, dass man irgendwie ausbuchstabiert, wie eine Sorgfaltspflicht in bestimmten Sektoren aussehen kann und auch die Unternehmen dabei zu unterstützen, dass sie ihre Sorgfaltspflichten tatsächlich umsetzen. Es wird nur schwierig, meiner Meinung nach, wenn man dann sagt, Unternehmen, die in so einer Initiative, in so einer Brancheninitiative drin sind, die sind dann per se von der Haftung ausgenommen. Also das könnte meiner Meinung nach erst der Fall sein, wenn Unternehmen, um Mitglied in so einer Initiative sein zu können, tatsächlich auch das an Sorgfaltspflichten umsetzen müssen, was laut den UN-Leitprinzipien vorgesehen ist. Also wenn das eine Mindestbedingung ist, um an solchen Brancheninitiativen teilzunehmen, dann finde ich, kann man das auch gut begründen, dass damit Unternehmen dann von der Haftung freigesprochen sind sozusagen. Davon sind die Brancheninitiativen, die wir bisher kennen, aber meilenweit entfernt. Das heißt, ich würde das irgendwie so sehen, es braucht sowohl die gesetzliche Regelung als auch den Dialog mit den Unternehmen. Das kann sich im besten Fall befruchten. Und die Brancheninitiativen sind wichtig, wenn es um die Umsetzung von solchen Sorgfaltspflichten geht. Aber sie können eine gesetzliche Regelung auch nicht ersetzen. Die andere Frage ging ja so ein bisschen darauf, also wie abschreckend sind so Schadensersatzklagen eigentlich für Unternehmen? Weil wir haben in Deutschland nicht die Möglichkeit von Verbandsklagen. Es gibt auch gewisse Grenzen, wie hoch solche Schadensersatzsummen eigentlich sein können. Da hat eine Person geschrieben, im Ali Enterprise Fall ging es doch allenfalls um ein paar tausend Euro, also nicht einmal Peanuts. Ich würde sagen, so einfach ist es nicht, weil wenn ein Unternehmen vor Gericht steht, dann gibt es eine mediale Berichterstattung darum. Das hat unglaublich große Wirkung auf das Image von einem Unternehmen. Und das bedeutet eben auch, dass sich Unternehmen mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass sie vor Gericht landen. Also es hat ja auch einen Grund, dass Unternehmen auch die Haftungsregelungen, die jetzt im Gesetz drinstehen, teilweise mit Händen und Füßen bekämpfen und sich die Arbeitgeberverbände so dagegen stemmen. Und wenn man sich zum Beispiel Kick anguckt, dann war das für Kick ein riesiges Problem, dass da über anderthalb Jahre es immer wieder um dieses Verfahren vor dem Landgericht Dortmund ging. Und dieses Verfahren hat einen ganz schön großen Einfluss darauf gehabt, dass sich Kick mittlerweile auch viel positiver für ein Lieferkettengesetz positioniert, weil sie eben auch eine Rechtssicherheit haben wollen. Das heißt, ich würde das nicht abtun, dass das irgendwie Peanuts sind, aber natürlich stimme ich dem total zu, dass nur weil es ein Gesetz gibt, sich die Dinge nicht automatisch ändern, sondern also man muss dann sehen, dass das Gesetz auch eine Wirkung entfaltet. Dafür ist es wichtig, dass eine staatliche Behörde, die diese Sorgfaltspläne überprüfen soll, mit den nötigen finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet werden muss und der im richtigen Ministerium unterstellt sein muss. Da geht es außerdem darum, dass auch Dritte, wie zum Beispiel NROs, die Möglichkeit haben müssen, Fehlverhalten von Unternehmen zur Anzeige zu bringen, wie das in Frankreich möglich ist. Also dass es eben nicht nur die staatliche Behörde sein kann, die aktiv wird, sondern dass auch sozusagen auf Anzeige von Dritten hin eine Behörde aktiv werden muss, um Fehlverhalten von Unternehmen zu überprüfen. Und es braucht eben aus unserer Sicht die zivilrechtliche Haftung, damit auch Betroffene eine Möglichkeit haben, gerichtlich bestimmte Sachen durchzufechten. Ja, vielen Dank. Jetzt gibt es noch mal so ein paar Detailfragen. Detailfragen, die gehen ganz schön in die Tiefe. Letztlich auch noch mal die Frage, wer entscheidet eigentlich, ob ein Unternehmen die richtigen Maßnahmen ergriffen hat? Also weil da ist ja hier der Aspekt in der Frage drin, wenn mehrere bei einem Zulieferer Aufträge platzieren, also die Vorkehrungen, die für menschenrechtliche Einhaltung da geschaffen werden müssen, müssen ja auch finanziert werden. Wer hat da sozusagen die Prüfungshoheit, was menschenrechtliche Sorgfalt betrifft? Gibt es da so die Idee einer Liste von Zulieferern? Das ist ja eine ganz schöne Detailfrage, die wahrscheinlich auch angemessene Sorgfaltspflicht
ja vor Gerichten sogar erst erstritten werden muss, was das bedeutet. Ne? Mhm. Weil es ja ein risikobasierter Ansatz ist. Genau, also letztendlich ist das, glaube ich, auch, genau, kann man diese Frage auf mehrfachen Ebenen beantworten. Also wenn es darum geht, dass irgendwie staatlicherseits Sorgfaltspläne von Unternehmen überprüft werden, dann ist es eine staatliche Behörde, die da erstmal drauf guckt und die natürlich dann das Gesetz im Hintergrund und möglicherweise branchenspezifische Leitlinien hat, an denen man sich orientiert in der Beurteilung dessen, was angemessene Sorgfaltspflichten sind. Und wenn das Ganze vor einem Gericht landet, dann ist es eben auch die Aufgabe von Rechtsprechung, und das ist nicht nur beim Lieferkettengesetz so, sondern in allen Rechtsbereichen. Gesetze sind erstmal abstrakt formuliert. Genau, die müssen dann auch im Laufe der Zeit durch eine Rechtsprechung näher definiert werden. Also man kann nicht ein Gesetz so formulieren, dass jeder Spezialfall schon abgedeckt ist, etc. Genau. Mhm. Und vielleicht in diese Richtung auch nochmal die Frage, hat sich eigentlich jemand Gedanken gemacht, wie das bei den betroffenen Ländern ankommt, wenn ein deutsches Gericht in so einem Verfahren eventuell dem jeweiligen Staat, wo der Zulieferer sitzt, seinen eigenen Standards nicht nachkommt, könnte es eventuell sogar postkolonial interpretiert werden. Das gibt es ja durchaus auch in der EZ und sogar bei bestehenden, also in der Entwicklungszusammenarbeit und bei bestehenden Maltes-Tekunen-Initiativen, dass das als Übergriff gesehen wird. Und selbst das Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit ist ja so ein Beispiel, dass der Staat Bangladesch da ganz stark interveniert hat, weil das ein Eingriff in seine eigene Souveränität auch darstellte. Also ich würde sagen, diese Frage nach Souveränität von Staaten, die ist total wichtig, also diese postkoloniale Problematik, die da auch drin steht. Andererseits muss man aber auch sagen, also die Menschenrechte, die sind universell, und das ist auch was, wo sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt hat. Genau, und solche Sachen wie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, das wäre zu einfach, wenn man das jetzt irgendwie so als ein kulturimperialistisches Projekt des Westens framen würde. Dazu kommt, dass es in solchen Ländern häufig die Betroffenen, die Zivilgesellschaft gibt, die ganz klar sagen, es gibt Probleme mit der Governance in den jeweiligen Ländern, bestimmte Standards werden nicht umgesetzt, und deswegen ist es total wichtig, dass man auch die Möglichkeit hat, in den Ländern, wo die Unternehmen sitzen und ihre Entscheidungen treffen, dass man auch da gegen die Unternehmen vorgeht. Also es geht ja auch darum, sozusagen die Perspektive ein bisschen umzukehren und zu sagen, okay, was in Bangladesch passiert und was in Deutschland passiert, das hängt auch irgendwie zusammen, weil dieses Outsourcing, die Verlagerung von Produktionsstandorten, da gibt es ja trotzdem noch eine Verbindung hierher, nämlich dass hier ein Unternehmen sitzt, was hier zum Beispiel seinen Hauptsitz hat und was bestimmte unternehmerische Entscheidungen trifft. Und es ist eben so, dass da die Rechtssysteme, die nationalen Rechtssysteme auch nicht mit der Globalisierung Schritt gehalten haben, könnte man sagen, und dass man irgendeine Form braucht, diesen transnationalen Wirtschaftsverkehr zu regulieren und eben auch zu sagen, es geht darum, dass man Unternehmen auch da zur Verantwortung ziehen kann, wo sie ihre unternehmerischen Entscheidungen treffen, und deswegen auch die Möglichkeit hierzulande, genau, dann sozusagen die Unternehmen, ja, sozusagen dann gerichtlich auch haftbar zu machen. Ja, viele Aspekte. Wir werden vielleicht gar nicht alles heute auch durchbekommen. Ein bisschen Zeit würde ich uns ja noch geben. Die Frage der Präsentation, ich habe das im Chat beantwortet. Wir würden im Nachgang auch das zur Verfügung stellen, die Präsentation. Vielleicht greifen wir jetzt eine Sache, hatte ich hier doch mal gesehen, wo ich dachte, ach, die war es und noch eine. Eine Frage war ja nochmal, war das mit dem Lieferkettengesetz im Koalitionsvertrag 2017 drin? Ja, das Lieferkettengesetz, nicht die Ausformulierung, aber dass man über die gesetzliche Ausgestaltung sozusagen eine Entscheidung herbeiführen muss, das war drin. Du hattest ja schon gesagt, auch perspektivisch, wenn das nicht mehr in dieser Legislaturperiode zustande kommt, heißt es wieder politische Lobbyarbeit. Andere Fragen gingen dann auch so ein bisschen nochmal in die Richtung, vielleicht könntest du das nochmal beschreiben, wie passiert eigentlich die Einflussnahme auf die Bundesregierung, auf die einzelnen Ministerien, um tatsächlich auch den Forderungen der Zivilgesellschaft Gehör zu verschaffen. Das passiert ja nicht bloß bei einer Unterschriftenübergabe.
Das ist richtig. Das passiert nicht nur bei einer Unterschriftenübergabe, sondern es gibt auch Kontakte zu den Ministerien. Es gibt immer mal wieder Gespräche und Anhörungen. Die Initiative hat zum Beispiel ein Rechtsgutachten veröffentlicht und darüber die entsprechenden Ministerien auch informiert. Dann gab es Nachfragen aus den Ministerien dazu, wie bestimmte rechtliche Vorschläge genau gemeint sind, wie die genau umsetzbar sein können. Genau, gleichzeitig ist es so, dass das natürlich von allen Seiten passiert. Also dazu haben wir als Initiative Lieferkettengesetz auch mehrfach Publikationen herausgegeben, wie eben die Arbeitgeberverbände ganz massiv Einfluss nehmen, vor allem auf das Wirtschaftsministerium, um so eine gesetzliche Regelung zu verwässern oder ganz zu verhindern. Und wie sie das davor auch mit dem Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte gemacht haben, als es eben um diese angekündigte Unternehmensbefragung ging. Und da muss man sagen, dass im Vergleich die Wirtschaftslobby einen deutlich besseren Zugang zu den Ministerien hat, als wir das haben. Das heißt, da gibt es eine gewisse Asymmetrie drin, wie die unterschiedlichen Akteure auch eine Möglichkeit haben, dort ihre Interessen zu vertreten. Das Wirtschaftsministerium ist ein Ministerium, was insbesondere den Unternehmen und den Arbeitgeberverbänden sehr nahe steht. Da ist es für Nichtregierungsorganisationen eigentlich fast unmöglich, zum Beispiel auf höchster Ebene mit einem Akteur wie Minister Altmaier zu sprechen. Das ist in anderen Ministerien durchaus ein bisschen einfacher, also zum Beispiel dem Entwicklungs- und dem Arbeitsministerium. Genau, da gibt es stetigen Kontakt, es gibt immer wieder Veranstaltungen, bei denen auch genau über diese Themen diskutiert wird. Genau, und das wäre so ein bisschen meine Antwort darauf. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt fast anderthalb Stunden um. Wie ist dann die Interessenlage so in dieser Gruppe, die ja fast noch vollzählig ist? Wollen wir auf diesen Aspekt der Covid-19-Pandemie lieber eingehen oder noch eine kurze Runde mit 3, 4 direkten Rückfragen per Mikro machen? Vielleicht hebt die blaue Hand, wenn ihr sagt, lieber Rückfrage 3, 4 Personen per Mikro, dass das noch ein bisschen interaktiver ist. Dann hebt man die blaue Hand und wir gucken mal, wie viele Personen das sind. Ansonsten ist ja der Abend auch fortgeschritten. Also wir haben hier eine blaue Hand. Könnten wir das auch so machen? Ah, jetzt kommt aber auch sehr gerne Covid-19 Zusammenhang, die Pandemie. Ich meine, wir könnten noch eine Rückfrage machen und du kannst dies nochmal darstellen, was du vorbereitet hast mit Covid-19. Wie findet ihr es das? Es ist auch gar nicht viel. Ich dachte nur, weil es eben hier um die Kampagne für saubere absolut, Kleidung geht. Ne, absolut, es ist schon extrem wichtig. Das war ja unsere Idee dabei auch. Ne? Das hat den Rahmen nochmal deutlich verändert. Ja, also mein Vorschlag wäre, darauf nochmal kurz einzugehen und auch auf die Erfahrungen aus anderen Ländern, weil die Frage ja mehrfach kam. Und dann, wenn Interesse besteht, noch eine letzte Fragerunde zu machen. Okay, dann machen wir das so. Schön. Dann genau. Genau, diesen Blog habe ich eingebaut, weil sich durch Corona die Diskussion um Lieferkettengesetz natürlich nochmal verändert hat. Also im März wären wir zum Beispiel davon ausgegangen, dass das Thema für diese Legislaturperiode vom Tisch ist, weil das Gefühl bestand, jetzt sind erstmal andere Sachen da, die Politik ist im Katastrophenbewältigungsmodus, berechtigterweise auch, und da stören solche Sachen nur und werden erstmal zurückgestellt. Es war dann für uns, ehrlich gesagt, sehr erfreulich und auch überraschend, dass das Thema so schnell auch an Fahrt wieder aufgenommen hat, mit den Eckpunkten von BMZ und BMAS und auch mit der Ankündigung von Didier Reynders für eine EU-Regelung. Aus unserer Sicht ist es auch wichtig, weil aus unserer Sicht ist Corona gar kein Widerspruch gegen Lieferkettengesetz. So haben das teilweise die Arbeitgeberverbände dargestellt, indem sie gesagt haben, das schafft Bürokratie, die Unternehmen jetzt gerade belastet. Unternehmen sind in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Da darf man jetzt nicht noch zusätzliche Belastungen für Unternehmen schaffen. Wir würden sagen, Corona hat eben auch gezeigt, wie ungleich diese globale Wirtschaft ist und wie ungleich auch die Folgen einer Pandemie verteilt sind. Und das kann man zum Beispiel in der Textilindustrie ziemlich gut sehen. Dort hat nämlich diese Pandemie die Situation von Arbeiterinnen in Ländern wie Bangladesch, Kambodscha, Myanmar, Indien deutlich verschärft. Incota arbeitet ja da mit verschiedenen Organisationen zusammen. Das könnte Bernd auch viel besser erklären als ich, weil er da noch besser dran ist. Aber genau, es ist in solchen Ländern so gewesen, dass teilweise
Fabriken geschlossen wurden, dass da Hunderttausende von ArbeiterInnen von heute auf morgen auf der Straße standen, gar kein Gehalt mehr hatten, die vielen WanderarbeiterInnen, die es gab, auch keine Bleibe mehr hatten und irgendwie verzweifelt versucht haben, aus den großen Städten wegzukommen, was aber auch nicht möglich war, weil der öffentliche Nahverkehr eingestellt und der Überlandverkehr eingestellt wurde. Und während sozusagen die Situation sich so verschärft hat für die schwächsten Glieder in der Lieferkette, gab es verschiedene Textilunternehmen, die erstmal versucht haben, jegliche Verantwortung eigentlich abzuwälzen und zu sagen, wir nehmen schon bestellte und sogar schon produzierte Ware nicht an und sozusagen die Risiken einfach auf ihre Zulieferer abgewälzt haben, die dann wiederum das auch auf die Arbeiter abgewälzt haben. Das heißt, in dieser Pandemiesituation hat sich auch nochmal gezeigt, dass häufig die schwächsten Glieder in der Lieferkette sind, die die größten Risiken da tragen und dass es eben eine sehr problematische Art von Lieferbeziehung ist, die dort besteht, die nicht gerade darauf ausgelegt ist, Verantwortung zu übernehmen für die menschenrechtliche Situation vor Ort. Deswegen haben wir auch diesen Slogan geprägt, der jetzt auch der Titel der Veranstaltung ist, gegen Moral Distancing hilft nur ein Lieferkettengesetz, um zu sagen, wir müssen zu einer anderen Art von Geschäftsbeziehung hin, wo Unternehmen sich viel stärker für die menschenrechtliche Situation vor Ort auch verantwortlich fühlen und dann in einer solchen Situation nicht versuchen, sich aus dem Staub zu machen, sondern dafür sorgen, dass auch die Folgen abgemindert werden für Betroffene in Ländern, in denen es so gut wie keine sozialen Sicherungssysteme gibt. Es ist natürlich auch wichtig zu sagen, ein Lieferkettengesetz hätte jetzt nicht Corona verhindert, das ist vollkommen klar, aber wenn wir jetzt schon anlässlich von Corona auch über Resilienz diskutieren, darüber, wie Lieferketten wieder kürzer werden können, wie sie weniger risikoanfällig werden können, dann müssen wir eben nicht nur über Risiken für die sozusagen für die Lieferketten und für die Stabilität von Geschäftsflüssen diskutieren, sondern wir müssen auch über Risikomanagement in Bezug auf Menschenrechte und Umweltfolgen diskutieren. Deshalb eben dieser Slogan statt Moral Distancing braucht es jetzt einen gesetzlichen Rahmen, damit Unternehmen verpflichtet sind, Menschenrechte einzuhalten und anders auch auf solche Krisensituationen zu reagieren. Worauf ich noch hinweisen möchte, ist, dass wir als Initiative Lieferkettengesetz auch in dieser Zeit versucht haben, die Stimmen von Beschäftigten in globalen Lieferketten stärker sichtbar zu machen, weil wir das Gefühl hatten, dass in Deutschland der Diskurs um Solidarität doch sehr national beschränkt war und dass es sehr viel darum ging, wie Menschen in Deutschland von der Pandemie getroffen wurden, was ja auch total wichtig ist. Also es gab total viele Menschen in Deutschland, die massiv unter dieser Pandemie zu leiden hatten. Und trotzdem war es uns wichtig, auch aufzuzeigen, in Ländern wie zum Beispiel Indien, in Bangladesch, in El Salvador, in Nicaragua, sind die Auswirkungen dieser Pandemie teilweise noch deutlich krasser gewesen, weil es eben nicht die sozialen Sicherungssysteme gibt, die wir hierzulande haben. Und deswegen haben wir diese Aktion Hashtag Solidarity for Workers mit Video-Statements von Betroffenen gemacht, die eben über die Corona-Situation in ihren Ländern berichtet haben. Ein weiterer Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, weil das mehrfach gefragt wurde, war die Frage nach Erfahrungen in anderen Ländern. Man kann sagen, dass menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in den letzten Jahren zunehmend im Trend sind. Ich habe hier einfach mal so ein paar Sachen aufgelistet, nämlich in Frankreich zum Beispiel wurde das erste Gesetz auf nationaler Ebene zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten verabschiedet im Jahr 2017. Es gibt Länder wie zum Beispiel Großbritannien, das seit 2005 ein Modern Slavery Act hat. Da geht es um moderne Sklaverei. In den Niederlanden gibt es ein Gesetz gegen Kinderarbeit, was eben die Unternehmen verpflichtet, gegen Kinderarbeit und Zwangsarbeit vorzugehen. Und es wird im November jetzt in der Schweiz auch eine Abstimmung geben über die Konzernverantwortungsinitiative, die im Grunde genommen ein sehr ähnliches Gesetz fordert, wie wir das auch in Deutschland gerade fordern. Ich werde jetzt nicht auf alle im Detail eingehen, aber mal das Beispiel Frankreich herausheben, weil man daran bestimmte Sachen sehen kann. Also ich hatte ja schon gesagt, das war das erste nationale Gesetz zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Dieses Gesetz sieht vor, dass Unternehmen einen Sorgfaltsplan veröffentlichen müssen und dann hat eine staatliche Behörde die Möglichkeit, diese Sorgfaltspläne zu überprüfen und wenn sie fehlerhaft oder lückenhaft sind, anzuordnen, dass das Unternehmen bestimmte Abhilfemaßnahmen ergreift.
Es gab ursprünglich auch mal Bußgelder als Sanktion in diesem Gesetz. Das wurde allerdings in Frankreich als verfassungswidrig wieder rausgestrichen. Es gibt im Extremfall in Frankreich auch die Möglichkeit, wenn es durch Fehlverhalten von Unternehmen, also die Verletzung von Sorgfaltspflichten, zu Schäden gekommen ist und Betroffene das nachweisen können, dass man die Unternehmen dann auch auf Schadensersatz verklagt. Es ist bisher noch zu früh, um zu sagen, welche Auswirkungen dieses Gesetz tatsächlich hat. Es gibt jetzt die ersten Klagen, die gegen Unternehmen wegen Verletzung von Sorgfaltspflichten eingereicht wurden. Also zum Beispiel gegen das Ölunternehmen Total, wegen Vertreibung von Landbevölkerung, zum Beispiel in Uganda. Das ist ein Verfahren, was jetzt irgendwie nächste Woche von einem Gericht in Frankreich verhandelt wird. Es gibt eine andere Klage mit Unterstützung der NGO Mighty Earth gegen die Supermarktkette Casino. Es gibt eine relativ neue Klage, unter anderem unterstützt vom ECCHR hier in Berlin gegen Electricité de France, wo es um den Bau von Windparks in Mexiko geht, bei denen die Konsultationsrechte der indigenen Bevölkerung auf deren Territorien diese Windparks gebaut werden sollen, massiv vernachlässigt wurden. Und es muss sich noch so ein bisschen zeigen, welche Wirkung diese Verfahren haben, zu welchem Ausgang die kommen, etc. Was auf jeden Fall unsererseits eine Kritik an dem französischen Gesetz ist, ist, dass es erst für sehr, sehr große Unternehmen greift, nämlich für Unternehmen ab 5.000 Mitarbeitenden oder sogar 10.000, wenn es eben Unternehmen nicht mit Sitz in Frankreich sind. Und da reden wir dann eben nur noch über 150 bis 200 Unternehmen in Frankreich und es gibt viel mehr Unternehmen. Und in Deutschland wäre es ein ähnlicher Fall. Wenn wir eine Grenze ab 5.000 Mitarbeitenden einführen, wie es das Wirtschaftsministerium will, dann trifft das Gesetz überhaupt noch auf 250 Unternehmen zu. Und der allergrößte Teil der Unternehmen ist eben raus. Nichtregierungsorganisationen in Frankreich haben auch kritisiert, dass es bisher nicht ausreichend sanktioniert wird, dass die Unternehmen teilweise mangelhafte Sorgfaltspläne einreichen. Also da hat es eine Analyse gegeben der Sorgfaltspläne, die durch Unternehmen vorgelegt wurden, aus Sicht der Zivilgesellschaft eben an vielen Stellen lückenhaft und mangelhaft. Und es wird aber bisher nicht durch die staatlichen Behörden, die eigentlich dafür verantwortlich sind, sanktioniert. Das Ganze zeigt vielleicht nochmal, wie wichtig das eben ist, dass der Anwendungsbereich von so einem Gesetz ambitioniert genug ist. Und dass es natürlich auch die Frage von Sanktionen und auch von Haftungen braucht, damit so ein Gesetz überhaupt eine Wirkung entfaltet. Vielleicht als allerletzten Punkt dann noch die Frage, was sagen eigentlich unsere Partner im globalen Süden? Weil das natürlich auch interessant ist. Also das Lieferkettengesetz wird ja jetzt gerade viel in Deutschland diskutiert, weil es auch ein Gesetz ist, was erstmal Deutschland betrifft, aber was natürlich globale Auswirkungen haben wird. Deswegen haben wir viel darüber geredet. Wir hatten zum Beispiel neulich ein Webinar mit einem Rohstoffexperten aus der DR Kongo und einer Gewerkschafterin aus Bangladesch, wo wir die auch gefragt haben, was sind aus ihrer Sicht die Potenziale und was sind auch die Grenzen von solchen gesetzlichen Regelungen im Norden. Und also was ich sehr interessant fand, war, dass all diese Partner einhellig gesagt haben, Geschädigte brauchen Zugang zu Gerichten, um ihre Rechte einzuklagen. Sonst ist das Gesetz nur halb so viel wert. Dieser Zugang zu gerichtlichen Mitteln ist aus Sicht von NGOs, von Gewerkschaften im Süden, mit denen wir gprochen haben, absolut zentral. Und eben auch, dass es eine Haftung nicht nur für direkte Zulieferer geben sollte, weil Menschenrechtsverletzungen häufig weiter entlang der Lieferkette stattfinden. Also Kobalt ist da ein ganz klassisches Beispiel für. Und was ich auch interessant fand, war die Reaktion auf die Frage, ob sie nicht befürchten, dass mit so einem Lieferkettengesetz dann sich zum Beispiel die Unternehmen aus problematischen Kontexten einfach zurückziehen. Also ich habe diese Frage an Jacques Nzomumwanga gestellt, der Rohstoffexperte in der DR Kongo ist, weil es den Fall gab, dass BMW aus dem Kongo weggegangen ist, nachdem es diese Berichte über Kinderarbeit gab und jetzt seinen Kobalt aus Marokko bezieht. Und er hat dazu gesagt, das ist schön und gut, dass BMW das macht, das können aber gar nicht alle Unternehmen machen, weil es eine viel zu große Abhängigkeit vom Kobalt aus dem Kongo gibt. Das heißt, die Unternehmen können gar nicht alle aus diesem Kontext weg. Dafür sind sie viel zu angewiesen auf die Rohstoffe, die es in der DR Kongo gibt. Relativ ähnliche Diskussionen kenne ich aus dem Kakaobereich, wo es eben auch zwei Länder mit der Elfenbeinküste und mit Ghana sind, aus denen 60% des weltweiten Kakaos kommt. Das heißt, es wäre zu einfach gesagt, dass Unternehmen jetzt mit einem solchen Gesetz einfach sich aus jedem problematischen Kontext zurückziehen. Das ist natürlich punktuell bei einzelnen Unternehmen eine wichtige Frage und aus unserer Sicht gilt es, das zu vermeiden, dass Unternehmen sich einfach zurückziehen. Es müsste vielmehr darum gehen, dass sie eben vor Ort die Bedingungen verbessern. Aber ich fand eben da auch sozusagen dann nochmal den Blick von den Südpartnern interessant, dass sie gesagt haben, naja, so groß schätzen sie diese Gefahr eigentlich gar nicht ein.
Genau, und ich glaube, damit wäre ich dann für meinen Teil am Ende und wir hätten jetzt nochmal die Möglichkeit für eine letzte Runde von Fragen. Ja, vielleicht da eine aus dem Fragen und Antworten. Es ist ja ein bisschen angeklungen schon, dass eigentlich die Lieferkettengesetzkampagne, aber wir natürlich auch mit den anderen Kampagnen als Incota, da eine internationale Vernetzung haben mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft. Könntest du das aber speziell zum Lieferkettengesetz, weil das nochmal gefragt wurde, nochmal darstellen, wie läuft da der Austausch? Weil es gibt unterschiedliche Regelungen, aber die Stoßrichtung ist doch eine ähnliche. Ist Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette durchzusetzen, auch da die Unternehmen zu nötigen, nicht bloß eine Risikobewertung zu machen, sondern eben diese Risiken abzustellen im Rahmen ihrer Verantwortungsmöglichkeiten und auch im Rahmen dessen, was sie dann finanziell dafür aufwenden müssen. Aber kannst du das nochmal, diese Stoßrichtung, wie passiert da sozusagen eine Abstimmung innerhalb der verschiedenen Kampagnen und Initiativen, die es da gibt auf europäischer Ebene? Ah, okay. Also jetzt nicht die Abstimmung mit Südpartnern, sondern eher... Genau, weil die Schlagkraft ist ja schon auch nochmal, dass da verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure in eine gemeinsame Richtung strategisch zumindest agieren, wenn das auch angepasst werden muss, ne? Also dazu kann ich einfach sagen, dass wir in einem kontinuierlichen Austausch mit Kampagnen wie zum Beispiel der Schweizer Konzernverantwortungsinitiative oder eben auch Akteuren aus Frankreich stehen. Es gibt ja die sogenannte European Coalition for Corporate Justice, ECCJ, in dem unter anderem auch das CORA-Netzwerk Mitglied ist, also das deutsche Corporate Accountability-Netzwerk der Zivilgesellschaft, in dem auch Incota vertreten ist. Und auf dieser Ebene passiert ein kontinuierlicher Austausch. Und was schon Konsens unter den zivilgesellschaftlichen Akteuren europaweit ist, ist, Sorgfaltspflichten sind schön und gut. Das ist total wichtig, diese neuen Prozesspflichten für Unternehmen zu etablieren. Aber es braucht auch Sanktionsmöglichkeiten, sonst werden solche Gesetze nur unzureichend umgesetzt. Und da sprechen wir dann über öffentlich-rechtliche Sanktionen von staatlicher Seite, aber eben auch über Klagemöglichkeiten für Betroffene. Das ist eigentlich egal, welche europäische Kampagne man sich anguckt, immer Forderungen der Zivilgesellschaft. Und was auch alle klar haben, ist, wir brauchen letztendlich eine europäische Regelung. Und damit sich auf europäischer Ebene was bewirkt, müssen wir aber Druck auf die Mitgliedstaaten machen, denn die EU ist unglaublich dominiert von den Mitgliedstaaten und von den nationalen Exekutiven und gegen deren Widerstand wird es nicht eine europäische Regelung geben. Wir wissen, wie lange solche Prozesse auf EU-Ebene dauern, was es da für Widerstände gibt. Und deswegen einerseits der Ansatz, da auf nationaler Ebene anzufangen und andererseits sich aber kontinuierlich auch zu vernetzen und auch diese Prozesse auf EU-Ebene kontinuierlich im Blick zu behalten. Ja, vielen Dank. Es ist jetzt dreiviertel, es ist halb gleich. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Einige verabschieden sich schon. Es gab eine blaue Hand für eine direkte Nachfrage. Vielleicht nutzen wir jetzt die Chance für so eine direkte Nachfrage nochmal per Mikrofon. Eine ist ja auch nochmal bei Frage und Antwort. Die können wir als Übergang vielleicht nochmal beantworten. Johannes, du siehst es, ne? Es geht da so um dieses binnenmarktsrechtliche Dimension. Also wenn jetzt ein deutsches Unternehmen seinen Bedarf über einen Zwischenhändler in Italien abdeckt, da gibt es ja so ein Lieferkettengesetz, auch so eine Diskussion überhaupt gar nicht. Kann dann ein deutsches Gesetz greifen? Wie müsste das denn da angelegt sein eigentlich? Vielleicht das als eine Übergangsantwortfrage und gern jetzt die blaue Hand für 2, 3 Direktrückfragen, bevor wir dann zum Schluss kommen. Also auch das ist eine Diskussion gerade, weil ein Lieferkettengesetz jetzt nicht nur für Länder außerhalb der EU gelten würde, nach unserer Vorstellung. Also das Wirtschaftsministerium möchte gerade eine Positivliste von Ländern aus der EU und außerhalb haben, für die so ein Gesetz per se nicht greift. Wir würden das anders sehen und dementsprechend wäre auch ein Zulieferer aus Italien da durchaus relevant. Das ist vielleicht aus Zeitgründen die Kurzform der Antwort. Ja, und im Detail wird es komplexer. Es ist ja auch nicht so, dass T-Shirts oder Schuhe, die in Mittel- und Osteuropa hergestellt werden, eigentlich schon zu absolut perfekten oder überhaupt zu perfekten Bedingungen hergestellt werden. Es gibt ja auch eine ganze Reihe Berichte. Und da ist zum Teil ja auch EU-Markt oder EU-Binnenmarkt. Ja, jetzt die Chance für eine unmittelbare, direkte Rückfrage. Per Mikrofon. Ich habe leider nicht gesehen, welche Person die Hand da bei der ersten Frage gehoben hatte. Vielleicht
ist die Frage ja noch aktuell und besteht. Das war Therese. Wie bitte? Therese. Ah, Theresa Jentsch. Mikro ist freigeschaltet. Mikro ist jetzt frei. Theresa, du müsstest sonst vielleicht auch. Die Frage hat sich erledigt. Danke. Ah, und keine neue. Du hast jetzt die Chance. Okay. Ja, es verabschieden sich auch einige. Ich würde dann sonst das auch schon nutzen, um euch zu danken für die interessanten Fragen. Echt Detailtiefe hier dabei. Johannes, vielen Dank für deine Ausführungen. Haben einige schon reingeschrieben in dem Chat. Würden bestimmt jetzt alle, vielleicht sogar fast alle, übers Mikro sagen. Naja. Es war toll, finde ich. Guter Überblick. Es ist deutlich, dass da noch eine Menge auch an Herausforderungen bestehen, die wir mit starken Forderungen auch gemeinsam adressieren müssen, auch hoffentlich durchsetzen können. Es ist klar, dass so ein Gesetz auch eine Umsetzung braucht, dass es da auch noch andere Maßnahmen braucht, die ambitioniert dieses Thema angehen, Menschenrechte bei der Arbeit, auch die Frage von Schutz der Umwelt, die Neugestaltung, das neue Normal vielleicht jetzt nach Corona auch von Geschäftsbeziehungen in globalen Lieferketten, nicht bloß Geschäftsbeziehungen, sondern eben von Sorgfaltspflicht für Menschenrechte. Da ist, glaube ich, noch eine ganze Menge Unterstützung, öffentliche Aktionen gefragt. Online-Aktionen hast du ja hingewiesen. Wer sich weiter informieren möchte oder auch im Austausch bleiben will, wir haben ja weitere Veranstaltungen geplant, auch zu diesem Thema, unter diesem Titel immer auf dem Laufenden sein. Da gibt es die nächste Veranstaltung. Jetzt muss ich gerade selber mal hier scrollen. Nächste Veranstaltung über Siegel und Zertifizierungen, Multi-Stakeholder-Initiativen am 27.10. auch wieder um 18 Uhr, auch wieder im Online-Format. Als Gesprächspartner haben wir Rolf Heilmann dabei, der ist jetzt bei der Hessen Naturstiftung, hat sich mit Siegel und Zertifizierungen sehr, sehr lange beschäftigt, sehr im Detail, kann da auch nochmal nicht bloß ein Licht Blick reinschlagen in diesen Siegeldschungel, sondern auch die Grenzen dessen, was darüber umgesetzt werden kann und warum es vielleicht auch andere Ausgestaltung braucht, könnte ein sehr interessanter Abend ebenso sein. Gern wieder auf die Liste sich setzen. Wir schicken im Nachgang noch ein paar Informationen rum, weil das ansprach, wie denken du angesprochen hattest, wie sind unsere Partner eigentlich auch da mit dieser ganzen Diskussion verbunden? Wie sehen sie die Auswirkungen von Covid-19? Da hatten wir ja am letzten Samstag auch ein interessantes Online-Seminar mit unseren Partnern aus Indien von CiviDev und SLD. Wir sind dabei, das zurechtzuschneiden und auch online nochmal zu stellen für die, die nicht dabei waren. Man kann also weitere Informationen auch noch im Nachgang finden. Wir freuen uns auch über Anregungen, Nachfragen und Beteiligung bei Aktionen im Nachgang per Mail, Facebook oder sonst wie. Ansonsten würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen guten Abend und auf ein nächstes Mal, würde ich sagen. Johannes, dir auch von Berlin zu Berlin einen guten Abend und allen anderen ebenso. Kommt gut durch die Nacht. Bis dann.